Das ist ungewöhnlich. Ein Autorennen ganz ohne Motorenlärm. In diesem Rennkart steckt ein geräuschloser Elektromotor der Gunskirchner Firma Rotax. Unser Ziel war, wir gehen erst dann in irgendwas Elektrisches, wenn es mindestens so schnell ist wie das, was wir mit unseren besten Verbrennern können. Und das haben wir hier erreicht. Rotax produziert Motoren etwa für Rennkarts, Skidos und Jetskis. Verbrennungsmotoren und seit kurzem eben auch Elektromotoren. Elektromotor tut eigentlich das Gleiche wie ein Verbrennungsmotor. Der erzeugt eine Drehenergie, eine Drehleistung. Und diese Drehkraft, dieses Drehmoment, was erzeugt wird, kann man dann wieder einsetzen, um einen Propeller anzutreiben, um über ein Getriebe ein Fahrzeug anzutreiben. Dafür nützt der Elektromotor elektrische Energie. Beim Verbrennungsmotor sieht das anders aus. Über den sogenannten Ansaugstutzen strömt ein Benzin-Luftgemisch zum Motor. Der Kolben im Motor steigt nach oben und drückt dieses Gemisch zusammen. Die Zündkerze erzeugt dann einen Funken, das Gemisch entzündet sich. Diese Entzündung, deswegen heißt der Explosionsmotor, die passiert schlagartig und bei unseren Motoren bis zu 10.000 Mal in der Minute. Und das erzeugt Kraft. Diese Kraft wird über eine Kurbelwelle umgeleitet in eine Drehbewegung. Und diese Drehbewegung wird dann genutzt, im meisten Fall bei uns, um ein Fahrzeug zu bewegen oder um einen Propeller zu drehen. Ein Motor besteht aus rund 500 Einzelteilen. Darunter Gehäuse, Zylinderkopf, Kurbelwelle und Pleuel. Die meisten Teile entwickelt und fertigt Rotax im Haus. Auch um sie möglichst genau aufeinander anzupassen. Es geht darum, dass dieses Produkt sehr lange hält und da spielt eine sehr große Rolle, wie genau und wie präzise diese Teile auch in Serie gefertigt werden. Bautechniker, Monteure, Entwickler und Lehrlinge. Hier in Gunskirchen beschäftigen sich mittlerweile über 1000 Mitarbeiter mit Motorenherstellung von Sportfahrzeugen. Man muss ein bisschen Benzin im Blut haben oder Strom im Blut haben. Man muss also wirklich Spaß haben an dem Thema Antriebstechnik, an dem Thema Bewegung. Man muss auch Spaß dran haben, dass so ein Produkt mal bei minus 40 Grad irgendwo im Norden von Finnland getestet wird. Oder auch am Red Bull Ring in Spielberg. Auch beim Rennsport wird nach und nach auf Elektromotoren umgestellt. Ob das komplett die Verbrenner ersetzen wird, wage ich zu bezweifeln, weil zu Rennsport gehört für viele doch auch das Thema Lärm dazu, das Thema Geräusch dazu. Und ich muss sagen, ich sehe für bestimmte Anwendungen, zum Beispiel für diese Kartrenner, eine Riesenchance, weil mit diesem Produkt können wir natürlich jetzt in die Städte zurück, wo man uns vertrieben hat in den letzten 50 Jahren, was ich verstehen kann aufgrund des Lärms. Ob leise oder laut, die Nachfrage nach Motoren steigt. Das spürt man auch in Gunskirchen. Pro Jahr produziert Rotax knapp 300.000 Motoren.